Willkommen bei Atomic Summer, Leute, zum vierten Technik-Analyse-Video. Und zwar heute das Frontrücken, auch bekannt als Military Press. Wie immer, Gerät einstellen. Ich habe hier wieder die Höhe gewählt. Das ist fast die gleiche Höhe, wie ich beim Kniebeugen auch benutze. Ihr seht, Lockout. Ich komme perfekt über das Gerät hier rüber. So stellt es bitte ein. Nicht, dass ihr euch wieder auf die Zehenspitzen stellen müsst, sondern in einem geraden Stand, sobald ihr die Hand habt, hier rausgehen könnt. Wichtig ist hier bei dem Military Press oder beziehungsweise Frontrücken, dass ihr eure Hand anpackt, etwas weiter als schulterbreit, wenn man das mal von vorne anschaut. Wir haben natürlich unsere Stabilisierung wieder vorgenommen. Hüfte nach vorne drücken, Bauch anspannen, Schulterblätter anspannen bzw. zusammenziehen, obere Rücken anspannen. Wir gehen unter die Hantel, wir beugen unsere Knie leicht, gehen unter die Hantel, umschließen diese, schieben die Ellenbogen leicht nach vorne. Jetzt wieder zwei, drei Schritte zurück, dass wir nirgendwo hängen bleiben. Füße in der Neutralstellung, etwas weiter als schulterbreit. Und jetzt drücken wir. Aber halten dabei unseren Rücken immer komplett gerade. So, von der Seite sieht man diesen Spannungsbogen, diese Kraftkurve, wie wir uns bewegen. Wir wollen nicht den Fehler machen, wenn wir oben sind, uns so nach vorne drücken, uns überspannen. Hier seht ihr, dass der Rücken sich, dass ihr ein extremes Hohlkreuz macht, wenn ihr euren Kopf nach vorne schiebt. Das wollt ihr vermeiden. Also ihr geht hoch, Spannung im Bauch behalten, Hüfte nach vorne. Ihr geht hoch, drückt. Der Kopf geht nicht nach vorne, sondern bleibt in seiner Position. Stets nach vorne guckt, nicht nach oben oder unten. Und das ist hier die Endposition. Und dann drückt ihr schön raus. Wichtig ist bei der Ellenbogenstellung, ihr müsst darauf achten, dass ihr die Ellenbogen nicht nach hinten packt, also im Endeffekt mit einer Linie auf dem Körper habt, sondern ihr wollt aber die Ellenbogen vor dem Körper haben, um solche eine Bewegung zu gewährleisten. Großer Fehler ist, was auch viele machen, wenn sie über Kopf drücken machen, ich spritze mal meine Kappe hier drin, sieht zwar doof aus jetzt, aber einfach mal, viele machen Overhead Presses so. Was euch auffallen müsste jetzt, wenn ihr eben aufgepasst habt, ist, dass die Wirbelstellung komplett wieder falsch ist. Euer Kopf geht während dieser Übung nach vorne. Ihr habt da eine Fehlstellung, deswegen empfehle ich es nicht, hinterm Kopf zu drücken, sondern immer vor dem Kopf diese Stellung einnehmen, Hüfte, Bauch anspannen, oberen Rücken anspannen und dann hochdrücken mit geradem Rücken. Keine Bewegung im Kopf, der Kopf bleibt in seiner Position und ihr drückt schön sauber hoch und kommt wieder in diese Endstellung. Falls euch das Video gefallen hat oder weitergeholfen hat oder beides am besten, vergesst nicht zu abonnieren. Zwar irgendwo hier oben ist jetzt so ein Button erscheinen, abonnieren und vielleicht so einen kleinen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.